Guten Morgen. Wir haben heute Mittwoch, den 21.03. Yay! Und ich vlogge endlich mal wieder für euch. Das Licht ist hier jetzt nicht so prickelnd, weil da die Fenster sind. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Ja, wir haben endlich Frühlingsanfang und heute sieht es sogar danach aus. Sieht jetzt leider nicht. Die Sonne ist schön da, aber ich glaube, es ist wieder noch kalt. Aber wir werden auf jeden Fall nachher rausgehen. Jürgen ist da, der hat mittwochs macht der gerne Homeoffice. Das hat er so ein bisschen vereinbart, dass er das dann einmal die Woche mal machen kann. Und das macht er heute, deswegen ist der da. Und der hat heute Nachmittag noch einen Zahnarzttermin. Dominik wollte eigentlich mit, aber ich denke mal, bei dem Wetter werden wir dann eher rausgehen. Ich stehe gerade mit Hannah hier an der Wickelkommode. Ich glaube, das könnt ihr gar nicht so gut sehen jetzt gerade, dass ihr euch wundert, dass ich immer weggucke. Ich ziehe die gerade an. Ja, gerade Zähne geputzt. Das machen wir nämlich jetzt täglich. Ja, ich hatte in dem Umzugsvideo kurz erwähnt, dass Hannah das Lippenbändchen gerissen ist. Ja, das ist, was war der erste Tag, als Jürgen wieder arbeiten gegangen ist? Das war echt super. Es ist den Mittwoch aufgegangen und auch den Donnerstag nochmal aufgegangen. Und ich hatte Donnerstag dann auch nochmal bei einem Arzt angerufen, den uns der Zahnarzt, bei dem wir waren, um mal drauf gucken zu lassen, empfohlen hatte. Die hatten uns aber gesagt, müssen Sie in die Kinderklinik. Und ich hatte das dann kurz in Erwägung gezogen, weil es halt morgens wieder so stark geblutet hat. Habe aber dann gedacht, eine letzte Chance geben wir noch. Ich habe halt ihr dann so gut wie keine Flaschennahrung gegeben. Wirklich nur abends zum Schlafen und den Rest des Tages Brei und halt Fingerfood. Das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Der erste Tag war ganz gut. Am zweiten Tag hat man schon so ein bisschen mehr. Ich glaube, ihr fehlt die Flasche. Ja, die fehlt ihr so ein bisschen. Aber es ist dann Gott sei Dank auch nicht mehr aufgegangen. Also, und dann konnten wir auch wieder ein bisschen mehr mit Flaschennahrung anfangen, obwohl sie jetzt wirklich. Schnöckchen, hey! Was ist denn los? Wie hast du das im Spiel? Ich habe vergessen, dass sie irgendwas in der Hand braucht. Jetzt vor lauter Quasseln. Nämlich zickig. Ja. Und genau, also es ist dann Gott sei Dank nicht mehr aufgegangen und wir brauchten dann nichts mehr machen. Das ist jetzt 2 Wochen. Ja, Montag waren es 2 Wochen, wo es passiert ist. Und ja, also 2 Wochen in etwa ist das jetzt her. Genau. Ja, was ist noch passiert? Wir haben uns ein Auto gekauft. Das haben wir aber noch nicht. Das holen wir am Samstag ab. Da werde ich euch dann auch mitnehmen. Ja, also für Jürgen, für die Strecke. Weil wir halt da das große Familienauto nicht für verheizen wollen. Kriegt er ein kleineres und mein kleiner Hyundai kommt dann weg. Nickchen, ist gut. Einmal Pullover ausziehen. Ich weiß, dass du das nicht magst. Jetzt gibt es nochmal kurz Gezicke. Vielleicht, oder auch nicht. Vielleicht haben wir Glück. Ja. Das ist passiert. Ja, dann von unserem Umzug habt ihr ja gesehen. Die Dusche ist immer noch nicht fertig, aber die wird eventuell am Wochenende von Jürgen und meinem Schwiegerpapa gemacht. Die wollen sich das auf jeden Fall mal angucken. Ja, bei Hannah hat sich halt total viel getan in der Entwicklung. Das werdet ihr sehen dann heute im Laufe des Vlogs. Da hätte ich jetzt gar nicht weiter so viel zu erzählen. Ja, dann Dominik ist im Moment wieder so ein bisschen
ich will, also in so einer Phase drin, Trotzphase, Ausprobierphase. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber das ist halt so, ne? So, schieche noch an, dann ist die Hanna schon fertig. Oder machen wir dir heute wieder ein Klemmerchen ins Haar? Weil Hanna hat so ein langes Pony, das stört mich immer. Upsala. Das war nur meine Hand, nicht Hannas Fuß. ja, und dann machen wir hier schon mal so ein Klemmerchen von mir, weil diese kleinen Klemmerchen, die halten immer nicht. Und dann mache ich ihr halt mal ein Klemmerchen von Mama, ein ganz großes. So, hallo. Hanna ist fertig. Ja, Haare sind trotzdem wüst, aber sie sind ihr wenigstens nicht mehr im Gesicht. Weil das stört die Hanna immer, ne? Mausi. Genau. So, Hanna ist jetzt fertig. Kinderzimmer. Da ist der Kaufladen. Ja, und jetzt sieht die mich auch mal. Hallo. Ja. Und ich gehe jetzt mal ins Esszimmer das Frühstück vorbereiten. Und dann, genau, dann werden wir gleich frühstücken. Oh, Prost, Hanna. Bis gleich. So, wir sitzen jetzt hier am Frühstückstisch. Dumi trinkt schon Milch, Ja, aber ne? das wäre eine Anstellleiche, Ja. Frühstück ist das gleiche bis geblieben. überpisst. Immer noch Müsli, nur wo wir sitzen, Los, ist geh mal anders los. geworden. Ja, hier kann ich so ein bisschen schlecht Muss filmen, gleich. weil auch da ist eine Tür nach draußen. Jetzt geht's ja Das auch muss nach ich alles draußen. erst wieder ein bisschen neu Wann hast du nächste gucken, wie Lust? ich am besten sitze. Ach, Ja, nee, aber ihr wenn du konntet willst, jetzt ganz gerade sehen, egal, wie weil ich muss schön gerade das los. Ich draußen muss ist. Und das, was hier ihr da Klo machen. seht, ist unser Ja, eine Garten, Pizza muss. der noch ganz schön viel bearbeitet werden muss. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, heute war Ja, zeitlich, wir das ist frühstücken Alarm. jetzt. Ich muss Rotz schauen und dann guckst du Ne? einfach mal durch, was du noch Und dran stellen musst. meiner ist Ah, oder dein hier. Garten hast du ja noch so einen Dein Garten. Garten, ja. Dominik freut sich, ne, dass er einen Garten hat jetzt Also, da dann. ist eine, die großen Hier sieht er mal Schossen, die ich Jünger noch hinten. eingebaut habe, die großen dicken Dinger. Mehr Ja, Blumenkasse. da ist der Dann sind da zwei Dominik. an Schildführungen. Ja, wir frühstücken jetzt und hoffen, dass das Wetter bleibt, Ja, aber der ich Himmel muss ist hier mal blau, aufstehen. also gehe ich mal schon davon aus. Hey, rein. Ja. Gehe ich mal schon davon aus, dass das klappt, dass wir rausgehen und dann zeigen wir euch mal ein Abendessen bisschen, bei wo wir jetzt zu Hause sind. Fertig. Hey, nicht Wer hat spucken. bestellt? Für die Verkabelung Nein, hör auf damit. sind Dominik, hör auf damit. 4 mm, 3 mm Ja, also PE 11 bis Meter. später. Ja, was willst du denn sagen? Dann sag doch Müsste was. auch was sagen. Da sind Schmetterlinge Ja, im Küchenfenster mein Schmetterling und da im Fenster mein Schmetterling. Ja. Frühlingsdeko, ein bisschen wenigstens. Also ich kann noch nicht so viel dekorieren, weil wir überall noch Chaos haben. Den Kachelofen sieht man da, ja. Ja, aber so ein bisschen Frühlings-Osterdeko wollte ich auch anbringen, genau. Weil es ist ja nicht mehr lang hin. Gut, genug geschwafelt. Wir sehen uns später. So, ich bin jetzt in meiner Küche und ihr seht, Hanna kommt da angeflitzt in Gehfrei. Sie macht jetzt richtig Unsinn. Ja, hallo Schnecke. Kuckuck, was denn? Ja, freut mich. Zeige ich euch gleich mal, was sie wieder angestellt hat. Die räumt nämlich jetzt die Schränke aus. Also aus dem Gehfrei. Und wie ihr ja eben richtig gesehen, oder wie ihr eben ja gesehen habt, haben wir einen Kaminofen. Einen Kaminofen, einen Kachelofen, einen Kamin. Und den haben wir natürlich immer aus. Wenn, dann machen wir uns den nur mal abends an, wenn die Hanna im Bett ist. Was denn, Schnicke? damit die sich halt nicht verbrennen kann, weil wir noch keinen Schutz oder irgendwas haben. Weil sie geht nämlich immer da dran und macht den auf, unten den Aschekasten. Super, sage ich euch. Ich werde schon wieder etwas dunkel. Irgendwie, naja. Dumi sitzt schon am Esstisch. Wir haben im Moment wieder was von meiner Spielzeugkiste ausgeliehen,
seit langem. Und zwar mit der Tiptoy hat er ja seit zum Geburtstag schon was von bekommen. Und das findet er halt total toll. Und ja, da ist er halt jetzt, sitzt er am Tisch und hat mir so ein Tierset, so ein 3D-Set mit Dinosauriern. Und das haben wir noch nicht gemacht. Das hatte ich ihm gestern eigentlich schon versprochen zu machen. Und dann war er gestern bei Omi drüben und dann haben wir das nicht mehr gemacht. Und ich wollte jetzt eben spülen und dann muss ich noch Katzenklo sauber machen und Staubgang. Und dann werde ich. Und dann werde ich mich mit ihm hinsetzen. Ich denke mal, dass. Ich gucke gerade auf die Uhr, gleich 10. Dass wir vielleicht Glück haben und Hannah dann auch schon wieder müde ist und dass wir dann auch ein bisschen Zeit haben. Ja, Hanna. Bist du schon müde, Hanna Schnecke? Ha? Ja, wie ihr seht, meine neue Küche ist etwas kleiner. Ich habe alles in griffbarer Nähe. Das ist gar nicht mal so schlecht. Nur wenn alle Kinder hier drin stehen mit Bobbycar und Gehfrei und dann noch mal ein Mann dazu kommt, ist natürlich alles ein bisschen doof. Wir haben gerade für Hannah neue Nookies gekauft. Das sind diese Perfect von Mom, die ja ein bisschen besser sein sollen. Ja, ja, hier hast du deinen. Wir haben gestern, ich habe einen als Nachtnookie und einen normalen, weil es sind im Umzug auch irgendwie so ein paar verschütt gegangen. Und ich hatte jetzt nur noch 3 Nookies und das ist ein bisschen wenig, weil die verstreut die ja jetzt überall, ne? Und deswegen musste da mal wieder was Neues her. Ja, mit dem Homeoffice, das habe ich ja kurz ein bisschen angekündigt, das ist irgendwie ganz schön, dass er so einen Tag in der Woche noch da ist. Zum anderen spart uns das natürlich viel Sprit und Zeit, weil er kommt. Jürgen kommt ja jetzt abends immer erst um 6 heim, außer montags, weil montags fängt er früher an, da ist er dann so um die Zeit, wie er früher zu Hause war, dann da. Aber 6 Uhr ist halt schon sehr spät, dadurch, dass wir hier jetzt auch wieder vermehrt rausgehen, weil wir uns einfach auch wieder wohlfühlen und es ist einfach ein ganz anderes Leben. Ich rede ein bisschen wirrwarr, aber ich habe so viel, was mit dem Kopf ist, was ich euch gerne erzählen will. Es tut mir leid. Ja, gehen wir halt jetzt so lange es das Wetter hergibt und nicht den ganzen Tag nur regnet, gehen wir halt wirklich viel raus. Und ja, dadurch ist Domi natürlich auch abends müder wieder. Und ja, hat dann nicht so viel vom Papa. Oder er will halt viel auch rüber zu seinen Großeltern, was ja auch schön ist. Ja, Dominik? Domi, wir spielen das gleich. Ich muss erst spülen, Katzenklo und Staubsaugen. Dann spiele ich das mit dir. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich muss auch erst gucken, Dominik. Ja. Es sind auch Tiere bei, Mama. Ja. Wie gesagt, es gibt halt echt viel und ja, ich bin echt gerade so, mir strömt so viel durch den Kopf, wie gesagt, weil ich wirklich so viel zu erzählen habe. Wir haben uns jetzt ja fast 2 Monate nicht gehört als Vlog, nur so vom Umzug dann mal so ein bisschen was, wo ich ja dann auch nicht so viel nebenher erzählen wollte. Immer nur mal so kleine Sachen, wie zum Beispiel das mit dem Lippenbändchen von Hanna. Ja, also... Genau, deswegen versuche ich halt jetzt so ein bisschen nachzuholen, aber dadurch wird der Vlog dann wieder so ellenlang. Ja, eine Roomtour wird es dann irgendwann geben, wenn wir mal fertig sind. Also es wird noch ein bisschen dauern, weil ja, es fehlen halt überall noch so ein paar Kleinigkeiten, hier in der Küche zum Beispiel. Ich muss jetzt auch die ganze Zeit hin und her rennen, ne? Fehlt mir noch hier am Ende, also auf der Seite, wo ich jetzt stehe, passt halt kein Schrank mehr. Da haben wir so ungefähr so eine große Lücke. Und da kommen dann. Sag doch mal, Regalbretter rein.
wo meine Brettchen und so hinkommen. Die stehen nämlich jetzt hier noch so in der Kiste. Das ist so hier in der Küche noch. Wir haben hier hinter mir so eine kleine Speisekammer. Und da steht noch aus, dass ich euch den Schrank da zeigen wollte. Das mache ich jetzt auch gerade mal. Upsala, ich muss mal hier runter. Ja, mit Licht. Ja, da ist, der ist offen und halb zu. Das ist ein Schrank, den hatten wir in der Küche so als Durchgruschelschrank, so ein Eckschrank stehen. Und deswegen hatten wir da halt hinten keine Tür. Und wir sind halt am Überlegen, ob wir die Tür ganz raus machen. Ups. Das ist jetzt auch wirklich nur so einmal hier hinten in der Ecke so Hanna-Zeug, Katzenfutter. Unten habe ich halt Kartoffeln, Zwiebeln und sowas halt drin. Und dann haben wir halt hier in der Ecke noch ja, Pappe stehen. Also es ist halt nur so eine, es ist halt so eine komische Kammer. Ich weiß gar nicht, ob man das so sehen kann. Die hat halt so eine ganz komische Ecke. Da kann man gar nichts vernünftig hinstellen. Ja, wie gerade gesehen, haben wir die Mikrowelle da. Der Sterilisator steht da, weil den habe ich jetzt ausgesondert, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Hanna wird jetzt 10 Monate alt, da koche ich die Flaschen jetzt nicht mehr ab. Genau. Und unser Kühlschrank steht ja hier drin in der Kammer. Genau, deswegen haben wir das, kommen da halt hier oben, oben über, neben dem Kühlschrank kommt auf jeden Fall noch ein Regalbrett. Da kommen nämlich dann so Waffeleisen und sowas möchte ich da ganz gerne hin haben. Ein Sandwich-Maker, sowas, was man halt nicht so oft braucht. Raclette, Fondue. Ja, das wollte ich halt ganz gerne dann da dahin packen. Genau. Das steht halt jetzt auch noch rum im Keller und in der unteren Etage. Also wir haben ja hier drunter noch eine Etage. Keller in Anführungsstrichen. Wo ist denn dein Nuki-Schnicke? ja, da haben wir ja bis auf das Sportzimmer noch gar nichts mehr. Und das Bad, das ist auch nochmal ein Bad. Das haben wir halt schon sauber und so. Da steht die Waschmaschine drin. Da ist die Hanna, ja. Genau, die Fitz freut sie sich. Kommt. Du bist eine süße Maus. Ja. Genau, also die, da haben wir sonst noch nichts gemacht, da müssen wir halt auch noch komplett mit Tapeten und so, wie gesagt, außer Sportzimmer und im Bad ist halt, sind halt Fliesen hoch. Genau, da muss halt noch gemacht werden und auch hier vorm Esszimmer haben wir halt unseren Hauptflur, Treppenhaus nach unten und so, da haben wir halt auch noch nichts gemacht, das ist alles so provisorisch. Also wir haben wirklich nur hier im Wohnbereich, ja, so weit fertig, ich hänge schon wieder hier. genau, aber selbst da ist noch ziemlich Chaos. Habt ihr ja vielleicht gerade schon so ein bisschen gesehen beim Frühstück. Weil dahinter, neben unserem Geschirrschrank, steht noch ein Tisch mit lauter Werkzeug. Der Esstisch ist noch unser alter Küchentisch. Der wird ja noch ausgetauscht gegen den braunen, den wir früher auch im Esszimmer hatten. Den werden wir, wird Jürgen nochmal aufarbeiten, weil der sich in der Mitte gespalten hatte. Genau, hier stehen noch Kisten und da hinten, diese, wo schon so Ordner stehen, das ist eine provisorische Ecke, da kommt ein Schreibtisch noch hin, den will Jürgen bauen. Und hier seht ihr das Bücherchaos auf dem Boden, das hat Hanna auf den Boden geworfen, da hinten liegt auch noch eins. Denn wir haben hier, ups, so eine kleine Kinderecke gemacht. Zeige ich euch dann später, wenn wir dann da mal spielen. Und ja, Wohnzimmer muss halt hier die Schränke, seht ihr, ist auch noch alles, noch nichts eingeräumt. Das muss Jürgen alles noch verkabeln. Aber dadurch, dass das mit dem Internetnetzwerk alles noch nicht fertig ist, ja, hier stehen auch noch Kisten, wird das halt noch so ein bisschen dauern. Also es wird halt dann gemacht, wenn, ja, wenn das fertig ist. Meine Brille nervt so. Ja, genau, also ist noch ein bisschen Arbeit, wartet noch auf uns und der Garten ist ja dann auch noch, es ist jetzt Frühjahr und bald fangen wir dann auch mit dem Garten an, denn da wollen wir es sehr schön haben, ich halte euch ganz komisch an. Gut, ich werde jetzt mal versuchen weiter zu spülen, ich habe nicht mehr viel, noch eine Pfanne und muss den Herd noch schrubben. Genau.
Genau, und dann muss ich mal gucken, dass ich die Hanna nochmal loswerde. Dass ich das noch fertig machen kann. Und dann will ich ja gleich mit dem Domi spielen. Das zeige ich euch vielleicht dann ganz gleich mal kurz. Wir haben jetzt dieses Spiel aufgebaut, dieses Tierset, wo ich euch eben erzählt habe. Das ist das. Das ist für Dominik aber noch zu komplex, das alles zuzuhören und alles. Aber er findet das ganz toll, wie ihr seht, er spielt damit mit den Figuren. Denn solche Figuren hat er ja jetzt so in dem Sinne noch nicht. Er hat halt ja so seine Paw Patrol oder so oder ein paar Playmobil-Figuren, aber so Tiere, sowas wie Schleiche oder so, hat er ja jetzt gar nicht. Und das gefällt ihm jetzt, glaube ich, gerade ganz gut. Das ist kein Krokodil, Dummi, das ist ein Tyrannosaurus. Das sind Dinosaurier, das versteht er nämlich auch nicht. Was ist denn ein Dinosaurier? Gleich, Dummi, ja? Was ist denn ein Dinosaurier, weil er das nicht greifen kann, weil man das nicht irgendwo angucken kann oder so. Deswegen versteht er das, glaube ich, nicht. Ja, es gibt das allerdings auch, dieses Tierset mit Katzen und Hunden und so. Und diese Figuren kann man auch einzeln kaufen. Und die haben ja dann hier drauf diesen Punkt. Jetzt habe ich gerade den so einen orangenen Punkt. Den kann man halt auch mit dem Stift andrücken. Und dann kann man da halt über das Tier was erfahren und so. Ja, der hat auch sowas. Ja, also das ist ja eigentlich auch erst ab 4 Jahren, aber ich habe halt gedacht, ja, probierst es mal. Also das ist noch zu früh, vielleicht wie gesagt wirklich mit Katze, Hund und so, dass er das halt besser greifen kann. Genau, ja. Hanna ist derweil gerade hier eingeschlafen in ihrer Wippe neben uns. Die lege ich jetzt gleich mal rüber in ihr Bettchen. Genau. Archie sitzt auch hier bei uns. Und ich glaube, der Dominik ist eh müde. Soll ein bisschen Haier machen jetzt? Ja? Hunger hast du? So, mal gucken, wir wollten heute Mittag eigentlich ein paar Waffeln machen. Ach, jetzt magst du auf einmal keine Waffeln mehr. Ja. Ist im Moment ein bisschen schwierig mit dem Kind. Er sagt auch nicht schon wieder das. Also der entwickelt jetzt richtig seinen eigenen Kopf, der Kleiner. Nicht schon wieder das essen. Nicht schon wieder das. Ne? Was möchtest du denn dann jetzt essen? Hm? Eine Birne? Eine Banane? Auch nicht einmal das. Was wieder? Seht ihr, genau das meine ich. Gut, wir schauen dann mal, was wir dem jungen Mann jetzt zu essen machen. Ne, Tommy? Mhm. Und dann wird er wahrscheinlich gleich ein bisschen Mittagsschlaf machen. Hanna schläft ja schon, die bringe ich jetzt gleich in ihr Bett. Und danach werden wir dann ein bisschen rausgehen. Inzwischen sind doch ein bisschen Wolken am Himmel. Ich hoffe, man sieht mich nicht mehr, ich hoffe, dass sich das jetzt nicht total verdunkelt noch bis heute Nachmittag und dass es dann doch nichts mehr gibt mit rausgehen, aber wir wollen mal nicht das Schlechteste hoffen und sagen dann einfach bis später. Unser Archibald genießt und wird von Hanna angeschaukelt in der Wippe. Süß, oder? Unser Sonnenanbeter. Ah, ah. Ja, Hanna, nicht ärgern, ne? So, ich sitze jetzt hier in unserer Kinderecke. Jürgen erinnert das ja so an Kindergarten. In den Büchern. Die Hanna, oh, ich weiß gar nicht, ob wir die, ja, man kann sie sehen. Da an der Wippe und grinst mich an, wenn ich wieder mit dem Handy spreche. Ich hatte ja gesagt, dass wir heute Nachmittag rausgehen. Wahrscheinlich werde ich erstmal nur mit Hanna rausgehen, weil Dominik will jetzt wohl doch unbedingt mit zum Zahnarzt, mit Jürgen. Und dann werde ich wahrscheinlich in der Zeit mit Hanna spazieren gehen. Und wenn die zurückgehen, kommen, werden wir wahrscheinlich noch auf den Spielplatz gehen, ne? Dominik will bestimmt noch schaukeln. Ja, gucken wir mal.
Und außerdem wollte ich euch sagen, dass mein neuer Banner ist von der lieben Marina vom Kanal Marmarina. Ich verlinke euch mal ihren Kanal, schaut bei ihr gerne mal vorbei. Sie hat auch einen schönen Kanal und eine so süße Tochter, die Emily. Ja, also schaut bei ihr vorbei und sie hat einige YouTube-Banner gemacht, zum Beispiel auch von Hashtag Family First oder von Miss Beauty Ellie. Und ich weiß jetzt gar nicht, von wem sie noch gemacht hat, aber sie hat einige gemacht. Wie gesagt, ich verlinke euch ihren Kanal mal. Genau. Ja, Hanna krabbelt jetzt hier rum. Ich hatte gerade eben, da hinten ist auch noch so eine Tür nach draußen. Die hatte ich auch noch auf. Aber da wollte sie dann raus und dafür ist es jetzt doch noch zu kalt, dass sie da so einfach mal in Leggings und Strumpfhose mal da rauskrabbeln kann. Vor allen Dingen ist da noch Dreck. Da haben die Männer nämlich immer geschnitten, wenn die irgendwas mit Holz geschnitten haben und so. Ist nur einmal so ein bisschen durchgefegt. Ja. Da, 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 da. Anna guckt wieder. Die guckt mich immer an. Ja. Die läuft jetzt sogar auch schon an der Lok von Dominik. Die hat sie ja schon immer begeistert. Ich glaube, das habe ich auch schon öfter gezeigt, wie sie damit spielt. Aber inzwischen, wenn wir sie dran stellen, läuft sie auch schon da dran. Ganz süß. Die kleine Maus läuft sowieso am Tisch und an der Couch. Ja, da. Jetzt kommt sie. Jetzt kommt die Hanna. Jetzt kommt die Hanna. Kuckuck. Da ist sie ganz schnell. Hat sie sich hochgestellt. Da. Da. Wir machen im Moment total gerne das Spiel. Danke, bitte. Na, Hanna. Gibt sie einem halt, hält sie einem den Nuki hin, dann macht man halt Danke. Und dann sagt sie immer da, 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 da. So, die Hanna dann immer, ne? Da, da. Freut sie sich immer, ne? Ah, hast du ein Buch ausgesucht? Oh, zwei sogar. Das sind aber nicht deine Bücher. Das sind nicht so die Bücher, die Hanna gut findet. Aber sie findet Bücher inzwischen gut. Also Fühlbücher sind jetzt auch so die Welt von Hanna inzwischen. Das freut mich total. Ja, gucken wir jetzt jeden Tag ein Buch, ne? Oder zwei oder drei. Je nachdem, wie die Zeit so da ist. Ne? Ja, Dominik schläft halt jetzt gerade. Da müssen wir gucken, die Zeit ein bisschen im Auge behalten. Wir haben jetzt halb zwei und so gegen zwei rum. Müssen die ungefähr los, dass wir den dann wieder wecken. Ja, genau. Gut, das wollte ich euch eigentlich nur mal so kurz erzählen. Ja, auf Mama stellen ist aber jetzt nicht so gut. Also, warte, warte. Ich nehme mein Bein weg. So. Sie macht das halt auch so, sich wieder so runter auf die Knie. Das war bei Dominik schon so ein bisschen wackeliger. Der hat das nicht so gut drauf gehabt. Aber Hanna guckt sich ja alles beim Großen ab, ne? Ja. Gut, dann sag ich einfach jetzt dann noch mal bis später. Wenn wir draußen sind, wahrscheinlich werde ich euch mal so ein bisschen zeigen, unsere neue Heimat. So, das mit der Klammer hält ja immer nicht. Hanna hat jetzt ein Pelmchen. Süß, oder? So, wir gehen jetzt raus. Die Omi ist jetzt da. Und die wollte auch mit uns raus. Wir gehen jetzt eine kleine Runde und dann gehen wir nämlich auf den Spielplatz, dass Domi ein bisschen auf dem Spielplatz kann. Genau. Ja, Hanna kommt auch mit. Die ist total müde. Die stellt bestimmt schnell einen Kinderwagen. Was eine Aussicht, oder? Und so schönes Wetter. Die Hanna ist direkt eingeschlafen. Die war so müde. Ja. Aber wir kommen ja nur bis da vorne hin. Da liegt ja der Baum, Domi. Kommen wir ja nicht weiter. Wir können ja jetzt dann zum Spielplatz gehen. Ja, du kannst auch nicht durch, du kannst nur gucken nochmal nach dem Baum, wenn du willst. Ja,
Omi hat ja gerade gesagt, wird wahrscheinlich noch länger da liegen, Domi. Der Ball und greift ihn. So, Spielplatz oder willst du noch ein bisschen gehen? Noch ein bisschen gehen. Okay. Der sitzt hier, ist am Malen. Wie die guckt, die strahlt wieder ins Essen durchgeholt. Das macht eine da, steht die Hanna beim Domi und ärgert den Dominik wieder. Hanna, ärgerst du den Domi wieder? Ja. Ja, der Domi will das nämlich immer nicht, dass die nicht schubsen. Domi, Hanna darf nicht schubsen. Das fällt sonst hin. Ja? Nicht. Dann nehmen wir die Hanna mal da weg. Sonst gibt es gleich Stress. So, und jetzt haben wir schon Abend, es ist schon dunkel und wir haben immer noch kein gutes Licht hier irgendwie. Kinderzimmer ist jetzt gerade noch ganz gut, deswegen die letzte Sequenz hier aus dem Kinderzimmer. Es liegt noch kein Baby drin. Hanna kommt vielleicht jetzt gleich mit dem Gehfrei wieder an. Die ist nämlich da drin. Was wollte ich denn jetzt eigentlich noch sagen? Ich wollte irgendwas erzählen. Also wir waren, eigentlich wollte Domi ja heute Mittag mit Papa zum Zahnarzt. Das hatte sich natürlich wieder zerschlagen, wie es im Moment mit der Laune von Dominik immer ist. Er möchte irgendwas und dann will er es aber doch partout doch nicht mehr. Ja, also er war da nicht mit und wollte auch nicht raus. Und dann wollte ich erst warten, bis Jürgen zurück ist, dass ich mit Hanna wenigstens rausgehen kann. Aber dann kam die Omi und dann, das habt ihr ja schon gesehen, hat sie ihn quasi überredet gekriegt, dass wir dann doch noch zusammen rausgegangen sind. Wir sind nur eine relativ kleine Runde gegangen, habe ich euch auch so einen kleinen Ausschnitt gezeigt, habt ihr ja gesehen. Und dann waren wir nachher doch dann mit Papa auch noch zusammen auf dem Spielplatz, aber da war ganz schön viel los, deswegen habe ich da nicht mitgefilmt. Das aber immer ganz schön was los, also das ist schön, es gibt viele kleine Kinder, also die meisten, die ich jetzt da so vom Alter her einschätze, sind wohl jünger als Domi, aber in ein paar Jahren macht das auf jeden Fall nichts mehr. Domi ist noch so sehr so, nein, ich will nicht, ich gucke dich nicht an, dann sprichst du mich nicht an, so sehr schüchtern, das kenne ich auch nicht anders von ihm, aber wenn wir da jetzt öfter hingehen, dann taut er vielleicht auch auf, genau. Und wir haben gerade eben Abendbrot gegessen und Dominik ist gerade, habt ihr ja auch gesehen, gerade mit der Paw Patrol da auf der Couch. Hanna ist jetzt noch im Gehfrei, die kriegt jetzt gleich noch eine Flasche und die muss ich umziehen und Dominik auch umziehen und dann geht es für die Kinder ins Bett. Und Jürgen und ich werden uns die Serie Orville, heißt sie glaube ich weiß es gar nicht genau, so eine Science-Fiction-Serie, die kam gestern, die haben uns gestern aufgenommen. Und die werden wir uns nachher reinziehen. Jürgen wollte noch ein bisschen was unten machen. Ich weiß nicht, ob er das jetzt noch macht. Mal gucken und auch immer noch bei dem Netzwerk gucken, was er noch so ein bisschen Probleme macht. Genau. Aber ansonsten, ja. Ich glaube, das war so unser Tag. Und ich wollte euch auch hier nochmal aufrufen. Habe ich nämlich heute Morgen vergessen. Ich werde es jetzt hier am Ende des Vlogs machen. Vielleicht mache ich es dann auch im nächsten Vlog nochmal am Anfang. Und zwar möchte ich gern ein Q&A-Video machen, also ein Frage- und Antwort-Video. Und würde mich freuen, wenn ihr mir auch hier so ein paar Kommentare in die Kommentare schreibt, was ihr so für Fragen über mich, an mich, über Jürgen, über die Kinder, egal was habt. Und möchte dazu halt gern ein Video machen. Und genau, auf Instagram habe ich da schon einen Aufruf für gemacht. Und wollte das aber auf jeden Fall nochmal hier machen, weil auch hier das Video ja sein soll und manche von euch ja kein Instagram haben. Ja, hoffe ich, dass ihr das jetzt noch seht und mir fleißig Fragen stellt, damit auch ein Video entstehen kann. Genau. Ja, und ich glaube, jetzt beende ich den Vlog und hoffe, dass wir die 500 bald knacken. Wir sind ganz knapp davor. Ich freue mich total. Und sage bis zum nächsten Video. Tschüssi!